Heute die Frage des Tages an die Münsteraner. Fahrraddiebstahl, waren Sie schon mal betroffen? Und wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Ja, ich habe eine gute Erfahrung gemacht. Sie sehen, ich stehe hier mit meinem alten Fahrrad. Ich habe nämlich noch ein neues Fahrrad für Fahrradtouren. Mit dem würde ich aber nie in die Stadt fahren, weil ich Angst hätte, dass es gestohlen wird. Und bei diesem Fahrrad, das kann ich überall hinstellen und natürlich auch abschließen. Alte Fahrräder werden auch gestohlen, aber ich muss keine Angst haben, dass es unbedingt gestohlen wird, weil es ja nicht so wertvoll ist. Und ich denke mir, dass es viele Münsteraner gibt, die ebenso zwei Fahrräder mindestens in der Garage haben. Also mir wurde noch nie eins geklaut und dies hier ist mein Bahnhofsfahrrad, das steht immer am Bremer Platz. Und das habe ich auch schon mal aus Versehen nicht abgeschlossen und selbst da ist es nicht weggekommen. Ja, ich habe mit Fahrradfahren im Moment nicht so viel dazu. Und wenn es ein Ausland bleibt untereinander, dann ist das tipptopp. Bei uns werden sie auch viel geklaut hier, Amsterdam. Ja. Da stehen eigentlich nur sehr alte draußen und die gute, neue, die sind drinnen. Von meinen Kindern wird einmal ein Fahrrad geklaut, ja, aber das ist viele Jahre vorher, denn die Kinder sind jetzt groß. Ich finde es absolut blöd, weil mir wurde letztes Jahr mein Fahrrad geklaut und das war so eine Sonderedition, die ich extra aus Holland von meiner Patentante gekriegt habe. Also ich finde es unmöglich, aber ist halt so hier, ne? Mir wurde schon mindestens zweimal ein Fahrrad geklaut und es ist blöd. Aber ich habe auch den Eindruck, wenn ich mir mal die Fundstelle angucke, dass es so viele gibt, die gar nicht wiedergefunden werden wollen. Zum Beispiel das, was wir gut finden, diese Fahrradparkhäuser und so weiter. Davon müsste definitiv mehr sein. Oder halt wenigstens Plätze, die videoüberwacht sind, wo man die Fahrräder abstellen kann. Weil schließlich kostet das ja auch alles Geld, Fahrrad. Und Studenten können sich halt nicht so viel Fahrräder leisten oder sonst irgendwas. Allein schon die ganzen Gebühren wegen Studium und so weiter. Ist natürlich schade, weil Münster ja die Fahrradstadt ist. Und ist natürlich nicht gerade toll, wenn dann so viele Fahrräder geklaut werden. Es sind einfach zu viele Fahrräder hier. Mir ist aufgefallen, also Explosion. Ich wohne seit 7 Jahren in Münster. Und es ist unglaublich. Ich vermute mal, die Studenten haben Dritt-, Viert- und Fünft-Fahrräder. Offenbar. Ich weiß nicht, wo die ganzen Fahrräder herkommen. Aber da werden natürlich auch viele gestohlen. Weil die Ware ist frei verfügbar, offenbar. Und Unrechtsbewusstsein wird klein geschrieben. Außerdem trinken die Studenten wahrscheinlich viel, sodass sie das eben nicht haben. Ist Ihnen persönlich denn auch schon mal ein Fahrrad abhanden gekommen in Münster? Leider noch nicht. Sonst hätte ich schon mal ein neues. Die Stadt will ja auch gerade, dass viele geklaut werden. Wir wollen, damit Ordnung endlich geschaffen wird. Denn hier stehen ja wirklich unheimlich viele Fahrräder rum. Wo? Monatelang, jahrelang. Ich kann Ihnen zeigen, am Offenbergstraße, da stehen mindestens 15 Fahrräder. Platt, nicht platt, abgeschlossen, nicht abgeschlossen, herum. Und hier in der Innenstadt wird ja aufgeräumt, aber in den Außenbezirken offenbar nicht. Soweit zum Fahrrad.